Zettel drin. Wir müssen los. Alle da, hau rein! Die Wachen okay. Kommen durch das Loch! Scheiße, noch mehr Wachen! Los, weg! Das war ein Spaß. Die Cops schneiden uns den Fluchtweg ab! Wir finden einen anderen Weg hier raus. Der Tunnel muss ja irgendwo hinführen. Alter! Yeah, die Mucke, voll geil! Yeah! So, gucken wir mal. Die Scheißbullen! Wow. Boah, ich muss das Let's Play hier definitiv. Auf jeden Fall auf 18 setzen, das hat sonst keinen Sinn. Da geht's ab, ey. Wow. Alter! Die Mucke ist geil. Da. Born to be wild. Scheiße. Wow. Ist bei euch alles okay? So eine verrückte Scheiße habe ich noch nie miterlebt. Ich bin bloß froh, dass wir noch leben, Leute. Und, wie geht's jetzt weiter? Es gibt nur einen Weg, darauf. Willst du mich verarschen? Da wird's vom Bullen nur so wimmeln. Mal sehen. Wenn wir Glück haben, sind die so mit dem Mardi Gras beschäftigt, dass sie uns gar nicht sehen. Gehen wir. Verdammt, war das ein Spaß. Lustig, ey. Voll geil. Die Mucke auch. Mal, musst du mir unbedingt so an den Arsch fassen? Deine Klappe und kletter weiter, Mann. So, wo kommen wir denn da raus? Gib mir die Hand, komm schon. Hier, komm her, hab dich. Gut. Wenn wir da raus sind, gehe ich zum nächsten Telefon und rufe uns einen Wagen. Kannst du gehen? Ja, wenn mir jemand hilft, geht's schon. Wahrscheinlich ist es einfacher, wenn ich dich trage, du Klappstuhl. Lass mich mal. Hey, was soll das? Lass mich runter! Wenn einer fragt, sagen wir, er ist besoffen. So, ihr schnappt euch die Kohle und dann raus hier. Verdammte Scheiße! Du Klappstuhl, ey. Saugeil. Okay. Kohlehammer, den Typ haben wir auf den Schultern. Dann gucken, wo wir hin müssen. Jesus ist unser Begleiter. Ja, geil. Ring, ding, ding. Na, Kleine, wie wär's mit uns zwei? Danny, leise, Mann. Man kann wirklich ihre Titten sehen? Oh, Mann, verdammt. Alter Schnauze, bevor sie uns wegen dir einkassieren. Yeah, die Mucke, voll geil. Da geht's ab, ey. Finde ein Telefon. Hey Mann, leg auf. Weg mit dem Telefon. Los. Ich bestehe auf einer Entschuldigung. Ja. Gleich die dicke Backen, Junge. Haltet die Augen offen. Und immer schön den Typen da auf der Schulter. Voll geil. Wir stecken in der Scheiße, du musst uns helfen. Wo seid ihr? Genau neben der Parade. Danny ist verletzt. Ich kann dir keinen Wagen schicken, weil die Straßen gesperrt sind. Hör zu, an der Rückseite vom Friedhof ist ein Lebensmittelladen. Kannst du da hinkommen? Ja. Da wartet ein Wagen an der Laderampe. Und Lincoln, seid vorsichtig, hörst du? Ihr beide, du und Alice. Sind wir. Super. Ja, dann mal ab zum Fluchtauto. Sammy schickt uns einen Wagen zum Lebensmittelladen, zur Laderampe. Dort schütze deinen Alten. Los, komm. Ah, super, da kommt man nicht durch. Wie geil das gemacht ist, ey. Voll nice. Eine fette Fete. Oh, ein Feuerwerk. Hey.
Alter, mach dich da mal vom Acker mit deiner Nase. So, wie kommen wir da? Ah, da können wir rein. Bullenschweine, mir zu erzählen, die Party sei vorbei. Ich bestimme, wann die Party vorbei ist. Wir erhalten zwar noch weitere Meldungen, doch hier scheint wurde die Bundesbank im Zentrum von Bordeaux ausgeraubt. Oh, da kommt's schon. Oh nein, die Bullen. Scheiße, habt ihr gehört? Wir sind in den Nachrichten. Schreist doch noch lauter. Wir müssen weiter. Na, no. Schreist doch noch lauter. Du erzählst mir jetzt sofort, was du mit der Handtasche angestellt hast. Frenchwort verlassen, aufgefunden. Alle Einheiten, bitte bestätigen. Handelt es sich um einen männlichen Schwarzen, etwa 1,93 Meter groß, einen männlichen Weißen, etwa 1,80 Meter groß, sowie zwei unbekannte Komplizen. Sie sind bewaffnet und extrem gefährlich. Ja, super. Mist, sie haben das Boot gefunden. Bleib cool, Mann, ist noch nichts verloren. Ich würde mich aber trotzdem mal ein bisschen beeilen. Du hast Glück, dass ihr dich versoffene Assel nicht im Graben liegen lasst. Hätte ich nicht so viel saufen sollen. Das sind die Bullen, das sind die Bullen. Oh nein. Bloß mit dem Gezappel. Oh, und wieder Feuerwerk. Bist du bescheuert? Okay, was geht jetzt ab? Oh, Scheiße. Verdammt, was machen wir jetzt? Alice. Hier ist alles voller Scheißbullen. Alice, Ruhe. Wir kriegen das schon hin. Okay, ihr nehmt Danny und die Kohle und geht zum Auto. Ich kümmere mich um die Bullen. Nein. Ich lenke sie ab. Kommt gar nicht in Frage, Mann. Schon gut, geht ja nicht allein. Jesus hier ist unser Begleiter. Amen. Also, gehen wir. Wir dürfen den Laden wieder ein bisschen aufmischen. Super. Hey, guck mal hier! Nein, was mache ich denn? Was macht der denn? An alle verfügbaren Einheiten. Rote Fahndungszone. Du bist in einer roten Polizeifahndungszone und die Cops werden erst schießen und dann Fragen stellen. Geil. Um die Polizei abzuhängen, verlasse die blinkend aktive Fahndungszone und versteck dich. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Officer vor Ort hat Verdächtigen gesichtet. Mit äußerster Vorsicht mehr. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Wow. Ja, komm, renn! Bin ich da rüber? Nee, komm ich nicht. Ach, shit. Ich sei bereit, ist aber nicht so. Kann ich die Karre klauen? Ja, kann ich. Sehr geil. Ja, nice. Boah, hier steht ja überall die Wegen rum. Was ist der was ein Dreck. Entschuldigt mich. Boah. Alter, bringt gar nichts hier mit der Karre rumzufahren, ne? Komm, lauf. Na, wie komme ich denn hier raus? Ich muss doch hier irgendwo rauskommen. Ach, ich. Ja, Gesundheit, Freund. Alter, ihr wimmelt's vor Bullen. Bitte sag mir, dass das kein Schrei war. An alle Einheiten. Ich hab Kontakt zu Verdächtigen verloren. Warnung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Oh, nee. Das passiert halt, wenn man direkt vor einem Polizisten auftaucht. Shit. Er macht ja nichts. Haben das halt gleich nochmal. An
verfügbaren Einheiten. Verdächtige Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. Ja. An alle Einheiten in der Nähe. Einheiten vor Ort haben Verdächtigen gesichtet. Der Polizei. Ja, bewegt euch. So. Komm, lauf. Wir gucken mal, dass wir die Bullen nicht ganz so extrem diesmal kommen lassen. Ich habe mal da ein bisschen mehr Glück. Blaue Polizeizone. Du bist einigen Verfolgern losgeworden und bist jetzt in einer blauen Polizeifahndungszone. Schau dir diese Fahndungszone auf der Minikarte an. Verhalte dich unauffällig, um die blaue Zone zu verlassen. Ah ja, okay. An alle Einheiten. Sichtkontakt zum Verdächtigen verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Das Bike 9 Monate lang auszutragen. Wie stecke ich denn die Knarre weg? Ach nein. Fett zu werden und sich elend zu fühlen. Können wir drüber noch eins zu vertragen? Richtig. Warst du schon mal bei Blani? Schätze schon. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Er kann gar keine Unterstützung erbitten. Shit, ey. Ich wollte doch eigentlich nur die Knarre wegstecken. Wo ist Georgie? Wir wurden getrennt. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt das Fahrzeug. Steig ein! Alter. Oh, ey. Okay. Wow. Hänge die Polizei an. Sehr gern. Sehr gern. Boah. Aber nicht so. Alter. Okay, jetzt muss ich mal auf der Karte gucken, wie wir die am besten loswerden. Geh doch weg da. Mein Gott. Da, mal gucken, was die Karre hergibt. Gar nichts. Ah ja, da geht's hoch. Oh, oh, oh. Okay, kommen wir hier weg? Ja, das sieht gut aus. An alle Einheiten. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndungen unmittelbar. Wenn wir hier lebend rauskommen, schlafe ich auf einem Bett aus Titten. Scheißegal, was es kostet. So, und jetzt unauffällig verhalten. Sind Sie weg? Ja, ja, Mann. Alles klar. Ich wusste, dass wir es schaffen. Ich wusste es. Wir sind reich. Ah, hier kann ich noch. Robbing people with a six gun. I fought the law. Ah, hier kann ich die. Aber die können mich alle mal. I fought the law and the law lost. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Wie viel ist das? Bisschen mehr als 2 Millionen. Für jeden. Heilige Maria, Mutter Gottes. Wenn wir hier durch sind, dann rufe ich einen Typen an, den ich kenne, und sage ihm, er soll uns 3 Nutten rüberschicken. Nichts da. In dieses Haus hier kommt mir keine Nutte. Sicher? 2 von denen sind allein für dich. Diesmal ficke ich in meinem Schlitten. Na, das will ich auch hoffen. Mein Leben lang hat mir immer jemand gesagt, was ich tun oder lassen soll. Musste mir anhören, wo ich hingehen soll, wie ich hingehen soll und mit wem ich hingehen soll. Aber jetzt, nach diesem Ding, jetzt wird alles anders. Ich meine nicht das Geld,
sondern Freiheit. Wirkliche Freiheit. Ich muss mir von keinem mehr was sagen lassen. Und das gilt für uns alle. Vouloir, c'est pouvoir, hein? Wer ist denn da? Der Meister persönlich. Hey, da bist du ja. Danke. Ich hab euch wen mitgebracht. Macht's dir was aus, zwei mehr einzuschenken? Na, aber mit Vergnügen. George hat erzählt, dass der Überfall beinahe in die Hosen gegangen wäre und Lincoln euch den Arsch retten musste. Auf den Jungen kannst du stolz sein. Bin ich, Sal. Sogar mächtig stolz. Junge, Junge, dieses Zeug aus Fleisch rein. Dazu. Jemand was dagegen, dass der Kerl reinkommt, der meinen Anteil mitnehmen soll? Ja, rein mit ihm. Wenn ich einen krieg? Hier ist ein Kornwhisky. Da kriegst du Haare an den Eiern von. Sind die alle gleich? Nein, nimm gleich den höchsten. Ist dein Anteil mit meinen Schulden. Ich hab noch was draufgelegt wegen dem Ärger. Ohne dich jetzt nicht geklappt, Sammy. Jungs, ihr wart spitze. Danke. Warum holst du uns nicht deine guten Tropfen? Wir müssen noch anstoßen. Das darf ich dir nicht zweimal sagen. Mach richtig voll. Hoch die Tassen. Weißt du, Lincoln, ich habe noch nie einen tafferen Hurensohn gesehen als dich. Aber du hättest nicht Nein sagen sollen. Es war so klar, dass da was passiert. Es war so klar. Dämliche beschissene Nigger. Los, schnapp dir die Tasche, wir gehen. Alter. Vom Allerfeinsten. Allerfeinsten. Als er mir ankam, stand dort alles in Flammen. Warum ich da überhaupt hin bin, weiß ich nicht. Glück. Göttliche Vorsehung oder irgendwas anderes.